In dem James Dean Rock Hudson Klassiker Giganten gibt es eine Szene, in dem Rock Hudson gesagt wird, dass Chet, die Figur, die von James Dean gespielt wird, hätte früher getötet werden sollen vor seinem Ölreichtum, denn jetzt sei er zu reich, um getötet zu werden. Das ging aber nur, weil er weiß war. Willkommen in Potter's Bluff. Hallo und herzlich willkommen zu einem Video über Potter's Bluff Reviews. Heute wahrscheinlich, ich kann schon vorwegnehmen, ich glaube, mit einem Film des Jahres. Ich hatte ja vor kurzem Oppenheimer vorgestellt und habe euch gesagt, das könnte der Anwärter werden. Aber Killers of the Flower Moon hat den leider entthront. Und ich muss sagen, ich bin hin und weg. Es ist selten, dass man im Kino noch solche Filme präsentiert bekommt. Also ich hatte die ganze Zeit über das Gefühl, ich nehme an was Großem teil. Und ich muss sagen, ich habe das Gefühl von einem richtigen Klassiker hier, der für Ewigkeiten ist. Das nur schon mal die Vorschusslorbeeren, die ich geben werde. Aber jetzt gehen wir zum Film selbst. Der Film spielt während des Ölbooms, den die Osage-Indianer genießen durften, indem sie zu einem der reichsten Völker der Welt wurden. Natürlich hat er sofort die Weißen auf den Plan gerufen, die sich bereits in Amerika niedergelassen hatten, und haben angefangen, krumme Geschäfte machen, komische Preise zu nehmen, und dann am Ende resultierte das natürlich in Morden, um an das Vermögen der Osage zu kommen. Ja, in dieser Zeit wird Ernest hineingeworfen, gespielt von Leo DiCaprio, der aus dem Krieg zurückkommt und bei seinem Onkel, gespielt von Robert De Niro, den alle nur King nennen, ankommt und nach einem Job fragt, und er legt ihm nahe, er soll sich doch mit Molly, gespielt von Lily Gladstone, anfreunden. Vielleicht könnte was entstehen und man könnte vielleicht heiraten, um an das Geld der Osage-Indianer zu kommen und und die Erblinie zu ändern. Ja, das Ganze passiert dann auch, und was folgt, ist einer der größte Verrat in der gesamten Kinoschichtgeschichte. Also wir sehen hier ein Mammutwerk von 3,5 Stunden. Ein Verrat, der so tiefgründig ist und so verwurzelt ist in Rassismus, dass es halt einfach nur absoluter Wahnsinn ist, dem ganzen Film zuzuschauen. Und Scorsese exerziert hier jede kleine Szene bis zum Exzess. Und wir haben hier, ja, es hat mit einem sehr wichtigen Film zu tun, obwohl ich das Wort wichtig sehr, sehr ungern in Kritiken be benutze. Aber ich meine, Killers of the Flower Moon zeigt, was das Kino kann und was es auch tun sollte. Und zwar eben Licht auf diese übersehenen Kapitel der Geschichte nehmen oder vertuschten Kapitel der Geschichte, ist eher das bessere Wort, zu lichten. Und ja, das tut der Film mit einem extremen Empathie, aber auch einem extremen Twist. Denn wir sind hier die ganze Zeit eigentlich in der Sicht der Verräter, der Täter sozusagen. Wir begeben uns nicht in die bequeme Opfersicht, die so viele Filme einnehmen, die ein Genozid oder andere schlimme Sachen behandeln, indem man sich quasi auch die Hauptfiguren als Opfer raussucht und quasi dann ja immer auf der richtigen Seite ist als Erzähler. Und hier geht Scorsese auch ein sehr großes Wagnis ein, und auch DiCaprio und De Niro spielen ihre Rollen hier dermaßen, ohne Kompromisse und mit voller Inbrunst, dass es halt, sie sind nur daran interessiert, dass die Integrität ihrer Figuren aufrechterhalten wird. Und das ist halt die große Stärke dieses Films. Man ist bei den Tätern, und das macht es extra unangenehm und macht diesen Verrat noch schlimmer, denn er findet auf allen Ebenen statt und findet eben mit Ernest und Molly den Kern des Ganzen. Das ultimative Vertrauen wird gebrochen, sogar zwischen der kleinsten Verbindung der Familie, zwischen Mann und Frau und den Verwandten. Und das schiebt sich über die ganze Gesellschaft hinaus. Man sieht, wie viele Leute darin involviert sind. Und ja, so zieht sich das Ganze wirklich über 3,5 Stunden, und dieser Verrat ist wirklich schwer mit anzusehen. Es gibt viele Szenen, wo man halt sich einfach nur fragt, wie kann das eigentlich sein? Klar, natürlich aus heutiger Sicht noch extremer, aber auch einfach diese Frechheit und diese Unverhohlenheit, mit dem man das gemacht hat, ist einfach unfassbar. Und ja, De Niro spielt ja den Strippenzieher perfekt. Wir haben hier drei zentrale Hauptdarbietungen, eben von DiCaprio, der hier wirklich alles gibt. Und der, wie gesagt, Bonuspunkte kriegt, allein schon wieder sein Gesicht deformiert. Das ist unfassbar. Und auch dieser Figur, was ich überhaupt nicht erwartet habe, also so eine sehr minder bemittelte Einstellung zum Leben zu geben. Also Ernest ist, wenn man es genau nimmt, eigentlich ein ziemlicher Idiot, ein Fähnchen im Wind, das quasi von De Niros Figur beliebig bespielt wird. Der zwar eine aufrichtige Beziehung zu Molly sucht, aber diese komplett von Anfang an korrumpiert und quasi gar nicht merkt, wie sehr er wie schnell reinrutscht und dann einfach nur noch mitmacht und hofft, dass er nicht seinen Kopf hinhalten muss. Das geht dann so weit zu quasi Morden in der Familie untereinander. Und es ist wahrhaft krass. Und dann am Ende haben wir natürlich auch noch ein Meisterstück quasi vom Film. De Niro spielt den King sozusagen, den Onkel, auch so eben der Strippenzieher, und ist eine De Niros besten Performance in den 2000ern. Man hat ihn ja oft erwischt, finde ich, in den letzten Jahren mit so, sage ich, sag mal, Autopilotrollen, weil er quasi
Hier und da auch Filme macht, wo ich mich echt frage, was soll das? Willst du deinen Ruf zerstören? Bad Grandpa und solche Sachen. Aber hier zeigt er, was er kann, und Scorsese holt natürlich wieder das Beste aus ihm raus. Aber die Offenbarung im Film ist natürlich auch Lily Gladstone, die hier auch die Osage-Frau Molly spielt und die quasi auf ihren gesamten Schultern quasi, quasi trägt, diesen Figuren auch Authentizität einzuhauchen. Und das macht sie so großartig. Ihr könnt durch ihre Augen alles sehen. Man sieht quasi diesen ganzen Verlust und ganzen Frust und den Verrat in ihren Augen. Und sie steht so quasi stellvertretend für dieses ganze Volk, das natürlich auch von vielen anderen kleinen Nebendarstellern sehr gut gespielt wird, auch aus dem Osage-Stamm direkt. Und das ist wirklich krass, wie man sehr hier die Community mit einbezogen hat, was bei so einem Film natürlich ultra wichtig ist. Und ja, ich finde das einfach extrem empathisch, obwohl man das aus der Sicht der Verräter erzählt, weil man ist ja die ganze Zeit ganz klar auf den Seiten der Osage. Und es ist schwierig mit anzusehen. Und Lily Gladstone hat eben auch im Gegensatz zu De Niro und DiCaprio eine komplett andere Energie. Sie ist sehr ruhig, sehr in sich gekehrt, macht wenig mit dem Gesicht. Das ist eher, was sie durch die Augen ausstrahlt. Und ihre Körperhaltung. Und sie führt so eine gewisse Würde mit sich. Das finde ich ganz grandios. Und DiCaprio, wie gesagt, hat eine ganz andere Energie. De Niro auch. Und man sieht einfach, wie genial Martin Scorsese hier die Energien der Schauspieler benutzt, um es gegeneinander einzusetzen und quasi sozusagen diese Szenen richtig viel Kick zu geben, weil eben jeder eine komplett andere Energie mit reinnimmt. Und das ist einfach grandios. Die Kameraarbeit ist sehr zurückhaltend, aber extrem edel und wunderschön fotografiert. Und wir haben es hier mit einem Film auf tatsächlich im Film zu tun, was man auch wirklich sieht. Die Farben, das ist einfach wunderschön. Man sieht ja auch, dass man in einem Spätwerk eines Meisters ist. Hier gibt es keine flashy Kamera-Moves mehr. Hier gibt es keine, ach guck mal hier, was ich kann und so. Hier gibt es wirklich reine Fokussierung auf die Geschichte, auf das Material, auf die Figuren. Und so wirkt die Kamera niemals ablenkend, ist aber immer irgendwie, macht sie was Tolles. Und wenn es nur die Beleuchtung ist oder die großartige Ausstattung von Jack Fisk, die hier gezeigt wird, dieses Licht, die Kamera, es ist wirklich alles vom Allerfeinsten. Dazu haben wir einen ultraschönen Score von Robbie Robertson, den wahrscheinlich viele Filmmusik-Snobs gleich wieder verwerfen werden, weil er nur ein Musiker ist und kein richtiger Komponist im klassischen Sinne. Aber er hat diesen treibenden Beat geschaffen, dieses Tung, der den ganzen Film begleitet und quasi, man merkt quasi, dass man auf ein riesen Fiasko hinausarbeitet. Und dieser Score hat mir sehr schön gefallen. Hier wird ebenfalls mit den ganz großen Themen von Scorsese gespielt, wie der Verrat und Vertrauen, die sich durch seine Werke ziehen, vor allen Dingen auch im letzten Irishman, wo Robbie Robertson das auch grandios unterlegt hat. Dann kann man halt auch nicht, was ich vorhin sagen wollte, das ist das, was Kino kann. Für mich hat dieser Film so einen Effekt quasi fast wie, sage ich mal, ich will es jetzt noch nicht übertreiben, aber wie Philadelphia, wo quasi ein Thema, das in der Gesellschaft relativ wenig diskutiert wurde oder vertuscht wurde, einfach wieder ans Licht gekehrt wird und einfach quasi gezwungen wird, darüber Stellung zu beziehen. Und quasi bilden sich natürlich auch Querverweise, was gerade überall auf der Welt passiert, weil die menschliche Natur sich leider nicht sehr geändert hat. Wir haben wunderbare Nebendarsteller mit Jesse Plemons, der gerade das frisch geschlüpfte FBI darstellt. Wir haben John Lithgow in der Nebenrolle als Anwalt, ebenso Brendan Fraser, ganz große Szene auch. Und wir haben es hier wirklich mit einem Meisterwerk zu tun, wo ich jetzt schon der Meinung bin, das wird auf jeden Fall in die Geschichtsbücher eingehen. Und es ist einfach unfassbar, dass ein 80-jähriger Regisseur sowas abliefert hier. Und es ist aber auch ein bisschen traurig, dass jetzt quasi Regisseure das in die Hand nehmen müssen, quasi dieses ernsten Film, diesen erwachsenen Film am Leben zu halten und ins Kino zu bringen. Mit einer Laufzeit von 3,5 Stunden, über die viel zu viel geredet wird. Also Leute, ihr merkt diese 3,5 Stunden nicht. Ich war so reingezogen, ich hätte noch eine Stunde gucken können. Das ist wie bei Casino oder seinen anderen Filmen, wo ich frage mich nie, wo die Zeit bleibt. Ich gucke nie auf die Uhr, mir ist nicht langweilig. Ich könnte da noch weiter gucken. Ich bin voll in den Figuren drin. Also, und mal ganz ehrlich, wie gesagt, ihr streamt manchmal 15 Folgen hintereinander. Ihr guckt, ja. Es ist, ich finde diese Laufzeitdiskussion wirklich überflüssig, extrem, und es ist auch, wie gesagt, sehr, sehr oberflächlich. Der Film macht alles richtig. Für mich haben wir es hier mit einem Anti-Giganten zu tun, wie ich eingangs schon gemerkt habe, denn hier wird das alles verdreht und zeigt eigentlich die krasse, voll korrumpierte Welt von ihrer schlimmsten Seite, tiefsten Rassismus, und wir haben es hier mit Martin Scorseses dunkelsten Film zu tun, wie ich finde, der quasi uns keine Zeit lässt. Es geht hier nicht wirklich ums Ermitteln, es geht nicht darum, diese wirklich dilettantischen Intrigen aufzudecken, es geht einfach nur darum, wie man einfach sieht, wie weit die Menschen gehen, um das zu tun, was sie denken, was ihnen zugesteht. Und auch noch die Frage, was ist dicker Blut oder Wasser? Und ich glaube, für DiCaprios Figur wird es schwer, auch irgendeine Art von Erlösung zu finden, denn er
man denkt am Ende, ich will es nicht verraten, aber man denkt, er kriegt so eine Art Moment, aber er kann einfach nicht aus seiner Haut und er geht wieder zurück zu seinen alten, selbst in der Möglichkeit, wo es ihm wirklich geboten wird, kann er es einfach nicht lassen. Dazu kommt ein Ende, das sehr interessant ist und ganz nochmal einen Twist gibt und quasi den Film sehr schön zumacht und gleichzeitig auch reflektiert darüber, wie schnell Geschichten verkommen zu irgendwelchen Trivialgeschichten oder eben einfach vergessen werden. Und ja, ich glaube, dieser Film wird die nächsten Jahrzehnte überdauern und wird auch jetzt ein großes Licht darauf werfen, was da passiert ist und auch natürlich basierend auf diesem tollen Buch, das 2017 erschienen ist und quasi dieses Thema hier recherchiert und fundiert ans Tageslicht wieder gebracht hat. Und ja, ich finde es einfach genial, welchen Ansatz man gewählt hat, diese Geschichte zu erzählen, und ich hätte damit nicht gerechnet, dass der Film so düster wird, so gemein und quasi bis zum bitteren Ende den Verrat durchexerziert. Und ja, grandioser Film, Film des Jahres, geht unbedingt ins Kino, schaut ihn auf der größten Leinwand, die ihr finden könntet. Diese Bilder sind für die Leinwand gemacht. Hier muss man auch wirklich sagen, dass Paramount und Apple sich da zusammengetan haben und haben die quasi das Vertrauen nochmal in Martin Scorsese gesteckt, der jetzt mit 80 Jahren sowas abliefert. Und ich bin einfach nur begeistert. Geht ins Kino. Killers of the Flower Moon ist wahrscheinlich der Film des Jahres. Und ja, von mir gibt es einfach 20 Daumen nach oben. Ich liebe diesen Film und kann es kaum erwarten, den nochmal zu schauen im Kino und dann auch die Heimkino-Auswertung mir zu holen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Habt ein schönes Leben. Geht ins Kino und macht's gut. Ciao.